Nachdem Frank Kilian entschieden hat, nicht mehr anzutreten, war es so, dass der Bürgermeister der größten Stadt naturgemäß zu denjenigen gehört, auf die man dann auch blickt, mit der nötigen Verwaltungserfahrung und dem, was wir hier in Taunusstein auch die letzten Jahre gemacht haben. Und auch der Zusammenarbeit mit dem Landkreis war mir klar, dass es jetzt auch ein Thema ist, sich hier auch klar zu bekennen und auch die eigenen Stärken und Kompetenzen hier mit ins Rennen zu bringen und zu sagen, ich stehe bereit, mich dieser Aufgabe zu stellen. Ich stehe bereit, den Kreis auch weiterzuentwickeln, zukunftsfähig aufzustellen, krisenfest aufzustellen und mit Erfahrung auch die Kolleginnen und Kollegen im Rheingau-Taunus-Kreis dabei zu unterstützen, dass es eine leistungsfähige Verwaltung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger wird. Und dass wir vor allen Dingen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis nicht nur den schönsten Landkreis machen, der wir heute bereits sind, sondern am Ende auch einen der besten. Die Infrastruktur ist in weiten Teilen in Ordnung. Wir haben insbesondere im westlichen Ahrtal das Manko, dass wir keine Bahnverbindung haben. Das muss sich ändern. Die Reaktivierung der Ahrtalbahn ist für uns ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir am Ende auch gemeinsam dran arbeiten, als Landkreis mit den umliegenden Kommunen Taunusstein, Bad Schwalbach, aber auch Heidenroth, Hohenstein, Aarbergen, die unmittelbar davon profitieren. Dort leben 70.000 Menschen und die brauchen diese Bahnstrecke und die brauchen die Reaktivierung. Gleichzeitig müssen wir auch die maroden Kreisstraßen weiter sanieren. Da wäre es mir persönlich wichtig, dass wir dort, wo es sinnvoll ist, dort, wo die Standortkommune das auch möchte, immer sofort auch einen Radweg mitdenken. So haben wir das jetzt zum Beispiel bei der Kreisstraße in Orlen Richtung B417 gemacht und über den Bau eines neuen Radweges gemeinsam mit dem Kreis auch die Möglichkeit geschaffen, dass die Kinder dort sicher aus dem Ort zum Sportplatz kommen. Und wenn wir das in Zukunft immer mitdenken und direkt auch mitplanen, dann sind das im Übrigen auch sehr günstige Radwege, die wir bauen können. Der Landkreis selbst hat keine Flächen, er hat vor allen Dingen Gebäude. Deswegen glaube ich, müssen wir uns darauf konzentrieren, den Gebäudebestand wirklich mit einer großen konzertierten Kraftanstrengung energetisch sanieren, dort wo es möglich ist, eben vor allen Dingen Energie einsparen und auch bei der Heizenergie auf solche Energieträger setzen, die losgelöst von Gas oder Öl sind, sodass wir uns dort resilient aufstellen, auch gegenüber den globalen Krisen, die uns zurzeit umgeben. Da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Ich selbst habe auch gesagt, ich würde gerne so dort, wo es möglich ist und auch die Flächen das hergeben, die Parkplätze an großen Schulgebäuden oder vielleicht auch beim Kreishaus entsprechend mit PV-Modulen überdachen. Das schützt im Sommer die Autos vor Überhitzung, schützt auch das Mikroklima, schafft Strom und gerade ein Kreishaus, eine Schule, da wird der Strom am Tag benötigt, dann, wenn die PV-Module ihn auch produzieren. Und so kann man eben auch vor allen Dingen den Energieeinkauf, der ja auch mit gewissen Kostenrisiken verbunden ist, am Ende so ausgestalten, dass man als Landkreis sogar ganz konkret Geld sparen kann. So machen wir das ja auch in Taunusstein. Das läuft sehr, sehr gut und ist, glaube ich, auch beispielgebend. Und das, was ich hier gelernt habe, möchte ich auch gerne im Kreis dann entsprechend einbringen. Ich glaube, wichtig ist, dass das Hospiz über den Hospizverein dort auch auf den Weg gebracht wird. Wir haben in Taunusstein das große Glück, mit dem Hospiz Ferrucius schon eine Einrichtung zu haben. Ich habe viele Hospizvereine auch getroffen in den letzten Wochen und Monaten, die sehr engagiert auch Hospizarbeit leisten, ohne eine stationäre Einrichtung. Aber der Rheingau-Taunus-Kreis braucht eine weitere solche Einrichtung. Und ich glaube, als Landrat geht es vor allen Dingen auch darum, Netzwerke zu stabilisieren, Menschen zusammenzubringen, Geld auch ein Stück weit aus dem Umfeld, in dem auch ein Landrat sich bewegt, in ein solches Stiftungs- und Förderkonstrukt auch hineinzubringen, um den engagierten Menschen Itzstein ganz konkret zu helfen, dass sie jetzt auch wirklich nicht nur das Grundstück haben, da unterstützt die Stadt Itzstein hervorragend, dass sie nicht nur jemanden haben, der es baut, sondern dass wir auch genug Geld haben, es am Ende auch zu bauen und zu betreiben und die Struktur dauerhaft abzusichern. Und da würde ich als Landrat auch immer wieder versuchen, meine Kontakte, mein Netzwerk auch für den Hospizverein entsprechend dann auch in die Waagschale zu werfen. Ich bin Sandro Zehner. Am 12. März wählen Sie die Position des Landrates hier im Rheingau-Taunus-Kreis neu. Ich stehe zur Wahl und ich würde mich freuen, wenn Sie vor allen Dingen wählen gehen. Das ist das demokratische Recht von uns Bürgerinnen und Bürgern, aber es sorgt am Ende auch dafür, dass wir mit hohen Wahlbeteiligungen eine hohe Legitimation der gewählten Personen erreichen. Und deswegen meine herzliche Bitte, vor allen Dingen
Gehen Sie wählen, werben Sie in Ihren Familien, bei Ihren Freunden, am Arbeitsplatz auch darum, dass andere Menschen wählen gehen. Und wenn Sie in den letzten Wochen und Monaten sich ein Bild über die Kandidaten gemacht haben, wenn Sie sich ein Bild über meine Arbeit als Bürgermeister in Taunusstein gemacht haben und sagen, ich glaube, das ist jemand, dem trauen wir das Amt des Landrates zu und dem vertrauen wir auch, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir am Sonntag Ihre Stimme schenken. Und bis dahin, alles Gute!